Wir sind jetzt im Kinder- und Jugendcamp Hart angekommen. Neben mir sitzt Roland Zehan und der kann mir bestimmt mal erklären, was denn Kinder und Jugendliche hier so erleben können. Ja, zum einen haben sie hier 14 Tage, 3 Wochen, je nachdem, haben sie Spaß, Spiel, Freizeit jeglicher Art. In der Regel kommen Kinder mit ihren Betreuern, ob Schule, Vereine oder andere Gruppen, gibt es auch kirchliche Gruppen, kommen zum Beispiel heute welche. Die mieten sich hier ein, um ein bisschen Spaß zu haben, im Zelt zu lagern oder eben die Hütten natürlich auch zu benutzen, ganz klar. In welchem Alter sind so die Kinder und Jugendlichen, die kommen? Ja, also es geht ungefähr los, seltener natürlich, mit Kindern so ab 6, 7. Und Wespen gibt es ja auch. Ja, genau, die wollen doch mehr dran teilhaben. Und das geht nachher bis also ins hohe Alter, sag ich mal. Also wir haben hier schon Gäste gehabt, die sich so ungefähr mit 60 oder so, denke ich mal, das Alter hier eingemietet haben, haben dann für Wochenende da ihren Spaß erlebt. Und ja, also wie gesagt, alle waren zufrieden, toi toi toi, was auch weiterhin so sein soll. Wir sind bemüht, dass das eben so ist, ja. Wunderbar, also mit 27 darf ich hier auch noch ins Kinder- und Jugendcamp. Was sind das denn so für Gruppen? Kommen die hier aus der näheren Umgebung oder kommen auch viele von außerhalb? Gott sei Dank kommen die auch jetzt schon von weiter her. Ich meine so ungefähr 300 Kilometer Anreise oder sowas haben wir schon gehabt. Wir haben sogar zu Pfingsten immer ein großes Motorrad-Event hier. Da kommen die weitesten sogar aus dem Ausland, die kommen aus Holland, aus Dänemark, Schweden, aus dem Hohen Osten. Also doch, da kommt es kommt natürlich immer drauf an, ja, wie publik man selbst jetzt, sag ich mal, im äußeren Raum ist.